Irgendeiner hat der Saft ins Auto geschissen. Ach so, das war ihr auch so im RP. Ich dachte jetzt im Real Life, Alter. Was? Milas Auto hat 3 Reifen. Und da steht Pizza Service Tony hinten drauf noch. Da wollten wir aber Flammen drauf machen, ne, Mila? Mit Spraydose. Habe gerade Einmeldung bekommen, die epidemische Lage der nationalen Tragweite. Zu Hause ist eh am schönsten. Doch, zu Hause ist am schönsten. Mehmet hat 4 Frauen, 18 Kinder, wenn er euch anschreibt, einfach ignorieren. Und geht ja nicht in sein New World House. Da kommt ihr nie wieder raus. Der hat da ein Labyrinth reingebaut. Oh, das werde ich nicht kriegen. Boah, ich bin froh, dass ich euch nicht sehen muss, Alter. Ja. Ich sag ja, irgendwann bin ich Lotto-Millionär. Dann ziehen wir alle in den gleichen Block. Ja. Dann siehst du den Memo morgens komplett nackt, nur mit so einer Schürze, wo drauf steht: Best Daddy in the World Sujuk am Braten, Junge. Das ist ja ein Nappas-Kind, Junge. Klar will er dein Haus sehen. Block, letztes war es ein eigenes Haus. Haus und Block ist das gleiche, Freund. Block beste, Mann. Kann man sich fühlen wie Azad. Kennt er den? Azad ist Turnhallenfußballspieler. Du nix gut Architecting. Ja, du nix gut Trolling. Gleich hole ich Karen, Mann, der soll ich beißen. Da oben ist Falke, nein! Boah, Maschallah. Einfach Kurdistan sucht den Superstar. Also, das ist der aus der Playlist? Ja, ja. Boah! Kevin und ich sind Wiggle-Brüder. Ja, er wiggelt doch gar nicht mehr. Ich lösche da die Mode wieder. Und Waddle wird auch nicht gemacht. Wie kannst du den Ball werfen? Mit Rechtsklick. Muss aber skillen. Guckt euch meine überaus durchtrainierte Rückenmuskulatur an. Muss sie hier skillen. Das hier. Dann kannst du mit der Waffe aber nicht mehr blocken, ne? Ah, welches nimmst du? Welches nimmst du? Auch gutes Lied. Tschüss, Macho, viel Spaß auf der Nachtschicht. Hallo, Jin-Meeting, komm bei mir.
Man kann sich ja wegrollen, ja. Warum schreist du so? Ah, hast du gedacht, ne? Ja. Ui. Wow, ist Fritz ein Kau. Gib bitte die Werbung noch. Woher weißt du, dass es die noch gibt? Guckst du Fernsehen? Danke für. Ja. Guckst du Fernsehen oder woher weißt du, dass es die Werbung noch gibt? Immer wieder Rettungsboot. Verstehe ich nicht, lach trotzdem. Einfach damit du nicht doof dastehst, Da Vinci. Weiß ich nicht. Gereiftes Holz aus deiner Nähe. Ruf mich an. Als Kind habe ich mich immer geschämt, wenn die Werbung kam, abends um 12. Was ist denn jetzt los, Junge? Doch, Kalle, die kannst du wegstoppen. Mit Rechtsklick oder Linksklick. Guck. Nee, der bleibt stehen, der läuft nicht weiter danach. Mila! I'm hella hungry. Ja, mach was. Was denn? Döner beim Asiaten? Ojak Baje. Ojak Baje. Was heißt das auf Deutsch? Weißt du das? Ich weiß das, ja. Vom Holzkohlegrill. Sagen den Naps doch, dass man gereiftes Holz aus ausgewachsenen Bäumen bekommt. Nö, die sollen selber suchen. Nein! Oha. Du darfst sowas nicht sagen.
Ist eigentlich jetzt bald wieder St. Martin-Dings? Ist das die. Ja, ne? Boah, da gehe ich auch wieder mit meiner Laterne, Junge. Ist das schlimm, wenn man mit 30 noch singen geht? Für den Sniggles? Boah, das war damals der Shit. Singen gehen, Alter. Nach Hause kommen, ganze Tüte voller Bonbons haben, die einfach die Zähne rausgerissen haben aus dem Kiefer, Junge, Alter. Das war immer voll geil. Und es gab immer in der Grundschule dann dieses komische Tütchen. Rotding da. Der Typ mit der Pfeife. Und dann haben wir immer alle so getan, als würden wir Crack durch die Pfeife rauchen. Ja, Bruder, ich komme aus Duisburg. Was soll ich sagen, Alter? Nein, nein, nein. Was ist das denn für ein Bug? Was ist das denn für ein Bug mit dem Kopf? Hä? Jetzt geht halt nicht mehr. Weg, Mann. Ich hab Hunger und ich hoffe, dass es gleich zu essen gibt. Toby! Doch können. Warum legt er sich immer hin? Hat einer Meeresbiologie studiert? Warum lassen die sich immer fallen? Die Bisons? Pferde machen das auch. Milas Pferdemädchen. Mila? Warum lassen sich Pferde fallen? Und machen so Wiggle Wiggle? Ja. Ja, die machen Wiggle Wiggle. Der Bison hat gerade Wiggle Wiggle gemacht. Welches ist das denn hier? Ja, das meine ich doch. Aber der Bison hat sich gerade fallen gelassen. Ne, Rati, das stackt nicht. Das stackt nur, wenn du drei verschiedene Häuser hast. Also du kannst nicht in ein Haus fünfmal die Dings machen. Zum Beispiel für Glück. Das geht nicht. Darf man Pferde Zucker geben? Aber nicht viel, ne? Sonst wären die dick. Darf man dir noch Erdnussbutterbrot geben? Mila? Darf man Pferden Erdnussbutterbrot geben? Warum nicht? Vielleicht wollen die auch mal was Leckeres essen? Ja, aber das schmeckt doch nicht. Ja. Letztendlich. Da müsste Flayer durch Wände gucken können. Patrick, sorry. Durch Kopfgeld auf mich.
Ich will Erdnussbutter auf meiner Pizza. Was für Junge, Alter, der Lucky isst Currypizza mit Bananen drauf und so. Der Typ ist schwanger, Alter. Der rammt sich auch eine Gurke ins Nutella-Glas. Oh mein Gott, das klang so falsch. Ja, aber egal, der macht jetzt. Distri, danke schön für den Restart beim 30. Ein Monat noch, Bruder, danke schön. Dann bist du ein 31er. Kuss, kuss. Warum lachen Sie, junge Dame? Bis Far Cry? Ja? Macht Spaß? Ja. Snusnu? Und ein bisschen Sniggelsnuck? Was heißt eigentlich Sniggelsnuck, Denver? Mit Schniekels. Was sind Schniekels? Selbstgeschnitzte Taler, oder was? Schniekels, Junge. Wenn ich eine Kryptowährung erfinden würde, würde ich die Schniekels nennen. Dann würden Drogendealer untereinander im Darknet schreiben, hey, yo, you got some Schniekels for me? Oh, ich habe 140 Goldtaler verdient. Ich habe die Muskete vertickt. Die legendäre. Gurke ins Nutella-Glas, ich piss mir ein. Junge. Ich will jetzt gebratene Mandeln haben. Diese Mandeln-Dinger. Junge, gebrannt. Nein! Ich will das nicht. Costa Quanta? Ja, und dann sitze ich hier mit einem Kilo gebrannte Mandeln, Alter. 70.000 Kalorien, Alter. Let's go, gib ihn. Ich würde die essen. Doch, ich darf. Du isst Dosenkäse, Mila. Du bist... Ja, diesen Sprühkäse haust du dir mal in den Mund. Und danach Sahne hinterher. Ach, sehr wohl. Hat sich aber letztes Mal so angehört, als du auf dem Klo warst. Mila ist so eine, die macht immer heimlich abends den Kühlschrank auf und haut sich die Sahne rein. Was macht die Kuh im Garten? Ich weiß doch auch nicht. Ich bin am Verzweifeln. Ich laufe seit 5 Stunden im Kreis. Kann ich nicht. Meine Hände machen einfach, was sie wollen. Ich spüre meinen Körper nicht mehr. Ich habe halt legit noch nie Sprühkäse gegessen. Und was schmeckt das? Du musst halt ja aber keine Zähne mehr. Du bist ja schon alt. Doch, es gibt so Sprühkäse. Boah, so billig? Woher kommen die? Aus Macadamia. Das ist Macadamia, Junge. Na, ich klicke da nicht drauf, Virus. Das ist Macadamia, Junge. Sprühkäse ist richtig widerlich. Ich habe das halt bei ZDF, Hashtag Werbung, Besseresser gesehen, hat der den nachgemacht. Und der soll echt, echt, echt widerlich sein. Halt Ami-Müll, yo. Aber was ich schon immer aus Amerika haben wollte, besitzen wollte, trinken wollte, sind diese großen Milchkanister so. Die so aussehen wie Kakao. Wird die einmal mal. Der schmeckt mit Sicherheit nach Milch, aber es sieht sehr lecker aus. Und ich würde gerne mal. Ich würde gerne mal so ein Dings essen. Sag ich euch jetzt nicht. Die haben auch ganz andere Süßigkeiten als wir, ne? Boah.
So richtig so. Wenn du da nach McDonald's gehst, kannst du dir auch so eine 5-Liter-Cola bestellen. Ja, Mann. Die sieht man bei Asmongold im Stream immer, weil sein ganzes Zimmer voll gemüllt ist, Alter. Der fährt immer noch Chipotle und so ein Scheiß, Junge. Ich glaube, es gibt nur noch 2 Liter. Wie kann man denn beim Mittagessen 2 Liter Cola trinken, Junge? Boah, mein Herz tut weh bei der Vorstellung, ne? Aua, aua, aua. Wozu 0,3 mit Free Refill? Wusstet ihr, dass bei McDonald's diese Cola, die man da holt, dass die mit dem Leitungswasser gemischt wird? Und dass man, ja, dass man quasi fast 2,50 Euro für 0,3 Liter ausgibt für Leitungswasser mit ein bisschen Sirup, Alter? Das ist die größte Verarsche, ne? Das sind Schweine. Das sind Schweine. Ah, das ist Evil Bender. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt weiß, dass ich ein Streamer bin. Der Evil Bender. Der muss mir nachher die Trophäe machen. Weil ich glaube, ich werde nämlich 2 Häuser kaufen gehen. Nein. Weil ich sonst nach Hause komme und da riecht es dann nach Ziege. Warum? Als Art Begrüßung. Habt ihr jemals schon mal in dem Leben gehört, dass einer gesagt hat, ich lasse mich von einer Ziege jedes Mal, wenn ich eine Sehne Kopfnuss gebe, Alter? Das ist, glaube ich, das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich diesen Satz höre, Junge. Damila, ah, der hat sich schon wieder... Nein! Die Verarsche ist eher, dass die Cola im Laden genauso abgefüllt wird. Na, Quatsch, die schmeckt doch ganz anders. Cola aus Glasflaschen... Schmeckt ganz anders als Cola aus Plastikflaschen. Boah, du Lick. Was laberst du mir dazwischen, Junge? Bin ich Doktor oder du? Ja. Die beste Cola ist Glasflasche, dicht gefolgt von Dose. Doch, Dose ist dick, aber Glasflasche am besten. Ja, das stimmt schon. Und die muss eisgekühlt sein. Okay. Boah, Junge, ich dachte, einer hat... Alter, in dem Lied hat einer gehustet und ich dachte, das wäre im Spiel und ich gucke nach rechts. In den USA kann man sogar 5 Liter Cola kaufen, da trinkt so viel. Kannst in Deutschland aber auch. In türkischen Läden gab es da... Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber da konntest du immer so eine 5 Liter türkische Cola kaufen. Und die hat sogar geschmeckt. Die war zwar nicht so süß, da war nicht so viel Zucker drin, aber die war gut. Ja, was du denn einen Tag, Junge? Ja. Und es gibt nichts Ekligeres, wenn da keine Kohlensäure mehr drin ist. Auch bei Wasser und so. Wenn du stilles Wasser trinkst, ist in Ordnung, aber wenn da vorher Kohlensäure drin war und die ist dann weg, Junge, absolute, als würdest du aus dem Teich saufen, Alter. Nö. Doch, stilles Wasser ist dick, Alter. Ist das nicht Aldi, Saskia? Meinst du das mit den Flaschen, die schon auseinanderfallen, wenn du die nur hochhebst? Diese ganz dünnen, ekelhaften Plastikflaschen, die super gut sind für die Umwelt? Ah, ne, die werden ja recycelt, ne? Stimmt. Ey, Mann, rettet die Delfine, ja. Black ist der Beste. Ich lieb den. Coca-Cola wird immer mit einem speziellen Wasser, also immer aus derselben Quelle abgefüllt. Und da das bei McDonald's halt nicht der Fall ist, ist es keine echte Cola. Dagegen klagen irgendwelche sogar. Ja, da schließe ich mich an. Der Glück, Junge. Mann, in Amerika kannst du gegen alles klagen, Alter. Da wurde schon Mc's verklagt, weil der Kaffee zu heiß war. Und die hat Millionen bekommen als Entschädigung. Weil die sich daran verbrannt hat. So eine Frau war das. Seitdem gibt es diese Hinweise, Mann, dass der Kaffee heiß ist.
Keine Glück, ja. Oder Red Bull, wenn man mich fliegt. Ja, das stimmt, das habe ich auch mal irgendwo gelesen. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber das habe ich mal gelesen. Dass Red Bull verklagt wurde, weil man damit nicht fliegen kann, Alter. Ja, gib halt keine Versprechen, die du nicht einhalten kannst, ne? Ja. Garim, du kommst ungefähr 10 Minuten zu spät mit deiner Sache. Ja, wäre der Kaffee kalt gewesen, hätte sie gesagt, Zunge ist eingefroren. Seitdem rede ich so komisch. Hätte sie verklagen können. In Amerika kannst du sowieso alles und jeden verklagen, Alter. In New York schmeckt das Kranwasser auch nach Chlor, demnach auch die Max-Cola. So was Ekelhaftiges. Wundert ihr euch auf, warum an Mikrowellen steht, dass man da keine Tiere drin trocknen soll? Da kann man mal eine Klage in den USA, nachdem der Hund, ja, war das der Hund oder der Hamster? Das habe ich auch mal irgendwo gelesen gehabt. Junge, ich lese so viele Sachen. Naja, klar, Mann. Wenn du in einem Laden in Amerika ausrutscht und da kein Schild ist und du dir wehtust, kannst du den ganzen Laden verklagen. In Amerika hat einer seine Eltern verklagt, weil sie ihn nicht abgetrieben haben und er nun ein Leben in Armut verbringt. Die verklagen alles und jeden. Ja, aber was willst du von deinen Eltern holen, wenn die nichts... Junge, wie bescheuert ist das denn, Alter? Das glaube ich eher wieder nicht. Mann, 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 die Welt ist komisch. Was geht ab der Technik? Hab jetzt nur mir gedacht, ich mach mal den Stream an, um was zu lernen. Jetzt sitze ich hier und schaue seit 3 Stunden immer beim Fasersammeln zu. Aber du hast eine Sache hast du gelernt, und zwar, dieser Spot hier ist echt gut dafür. Auch für Kräuter. Also falls du irgendwann mal im Spiel bist und dir denkst, ich brauche Fasern. No, no, you know why. Nein, nicht why, sondern wo. Wo, wie, ne, wohin. Hallo Epic Pain. Wird notiert. Und falls du sonst noch irgendwelche Fragen hast, mein Freund, stell sie gerne in den Chat. Ich bin absoluter Experte. Ah, das war kurz ein... Oh, ich hab schon... Guck mal, ich hab schon wieder was verkauft. Es gibt eine offizielle Ressourcen-Map. Dafür braucht man keinen Stream. Aha. Die kennt aber nicht jeder, du Butterbirne. Ey! Ja, nächstes Mal komme ich auch in den Stream. Warte ab. Und sag irgendwelche bösen Wörter. Böse Mila. Du bist halt echt auf Krawall aus, ne? Dick Diggitson. Du erzählst mir was vom Pferd. Ich sehe die Pflanzen oben am Kompass, ne? Weil ich bin Level 200. Aber ansonsten kenne ich die Spot schon auswendig. Weil wenn du das 5 Stunden lang machst, dann prägt sich das ein. Wer ist diese Anime-Stimme? Das ist unser Kumpel, Rainer. Synchronstimme von Naruto Shippuden. Oder wie hieß der? Ja, ne? Und Reeves, danke schön für den Wies am 25. Monat. Hukulu, was geht? Assalamu alaikum, Habibi. Aber warum denn Anime-Stimme? Klingen die so in Animes? Mila, Statement? Aber du könntest halt echt Synchronsprecherin werden, ey. I make real talk here.
Real Talk. Und Papierkorb, dankeschön ebenfalls für den Resub im 11. Monat. Memo ist ein richtiger Kicker geworden, Alter. Du warst mal so ein netter junger Mann. Ausbildungslager, Alter, für Kicker im RP. Lange. Weißt du, war Mila gestern mit Männerstimme in ihrem Stream? Ja, die hat mir schon gesagt, hat die eine männliche Stimme. Natürlich kommt nicht da in Frage, weil wer hat so eine Stimme wie ich für ihren Stream braucht. Aber ich habe gesagt, unter 5000 läuft AG nix. Dann hat die mich geschlagen. Und jetzt mache ich doch mit. Wieso eine Chest am Laufen, damit ich rollen kann, Bruder? Weil ich habe nur eine Heavy Chest. Damit kannst du diese Rolle nicht machen, damit bist du schneller. Milas Männerstimme top. Ja, die finde ich auch immer gut, wenn die auf mich eindrescht und dann immer. Hilfe, ruf die Polizei bitte. Mila, warum haust du mich eigentlich? Wer ist dein Daddy? Ich meine den Mehmet. Junge, mein Gehirn schmilzt und ich hab Hunger. Jetzt ist. War das ein Hilferuf? Ich ignorieren konnte. Ich kann die Scheiße nicht mehr sehen, ich bin froh, dass das gleich fertig ist. Und dann gehe ich erstmal fooden. In der Trap House Kitchen. Und befreie euch natürlich von diesen Qualen. Nächstes Mal warne ich euch vor, dann schreibe ich vorhin in den Titel rein. Farming Stream. So, jetzt 15.000 machen. Was, 15.000? Haben wir Glück, haben wir Glück? Niet. Steht im Titel, habe ich gemacht? Oh, habe ich schon wieder vergessen. Nee, ich habe heute 25.000 Fasern gefarmt, Junge. Nee, gar nicht, 30. 30.000. Wofür macht ihr das? Das erkläre ich nicht nochmal. Das hast du mit Sicherheit vorhin schon mitbekommen. Kein Glück, ja. Guck mal her. Aufpassen, Hase! War's wohl. Weiß ich gar nicht, wie viel Langeweile hast du? Ja. Nein, nicht für die Rüstung, für den Beruf zum Leveln. Aber alle aus der Company sind gerade Fasern am Stissel am Hasseln. Hallo Luigi. Kommen Sie bitte in ein Game rein und farmen Sie Fasern. Ja, Jamar braucht 162.000 Fasern. Ich will erstmal Gearscore pushen. Nö, nö. Gearscore pushen mal eben. Have fun. Und Chris Tats, Dankeschön für den Resub im 33. Monat.
Eigentlich habe ich vorgehabt, die Angelquest zu machen, um ein bisschen zu angeln und chillen. Muss ja mit TE mitlaufen, damit ich zumindest einen 500er Stuff bekomme. TE steht für Tetrapack. Ich habe angeln auf 125 seit heute. Welchen Bot benutzt du? Er findet sogar schon auf 200. Absolut süchtig. Curtis, warum liest du nicht meine informativen Texte? Weil das halbe Bücher sind, Bruder, und mein Auge tut weh. Nee, der Juri hat Angeln erst auf 100 Norwatt oder so. Glaub ich. Fünfeinhalb Stunden Faserfarm krank. Ja, kommen Sie rein. Wir sind noch lange nicht fertig. Da muss noch. Stimmt, den kopierst du, ne? Nein, Jamal ist noch nicht Cap. Na, Karen, du kopierst die. I know that kind of stuff. Wer ist Tandem? Ja, muss es skillen, Ganimus. Glück? Kein Glück. Guck mal, Güffi farmt Rohleder, 4000 braucht er noch. Hat er schon 6000 gemacht? Das freut mich. Warum kauft ihr nicht Fasern im Auktionshaus? Kannst ja mal ausrechnen, wenn du da zum günstigsten Preis kriegst, 162.000 mal 0,17. Lohnt sich nicht, kann man nur selber fahren mit ein paar Mann. Was für ein Twinkie, normalen? Ja, es gibt so Schokodinger davon nur. Habt ihr vor, mit den Fasern Rüstungsschmied auf 200 bringen?
Naja, Beruf pushen. Er hat 200 ist Cap. Aber von 175 bis 200 brauchst du 162.000 Fasern. Ungefähr 6.000 Iron. 10 oder 11.000 Rohleder. 30.000 von dem anderen Fasern. Scheiß, Alter. Und ich glaube 10.000 nochmal von den anderen Fasern. Achso, Gearscore. Auf manchen Items habe ich schon 560. Schuhe, Hose und Brust zum Beispiel. Wie lange könnte es? Danke, danke, danke. Ein Glück, ja. Wo hast denn die her? Aus dem Auktionshaus habe ich die gesniped. Für sage und schreibe 200 Gold, glaube ich. Mag einfach Broken NW, was? Lohnt es sich für die Hauptquest, wenn die einen durch die Weltgeschichte zu jagen, zu fast färben, oder sollte man sich ja bei Azoth besser sparen? Azoth kriegst du überall, Bruder. Du kannst ruhig fast traveln. Jedes Mal, wenn du irgendeinen NPC klatscht, oder so, hast du die Chance auf bis zu 10. Wird das bis zu 15. Musst du selber für dich entscheiden. Wenn das nicht so weit ist, würde ich laufen. Wenn es zu weit weg ist, würde ich Fast Travel machen und immer darauf achten, dass das Inventar leer ist. Weil du zahlst, wenn das Inventar voll ist, mehr. Und wenn du in Gebiete reist, die deiner Fraktion gehören, kriegst du auch nochmal einen dicken Bonus. Da muss man... Immer lässt er sich fallen, ne? Er macht das extra. Aber ja, in dem Spiel musst du echt viel und lange laufen. Richtiger Wandersimulator. Boogied. Die Bogenschützen. Wie sieht's aus mit Reittieren, werden in New World nicht kommen, was doch gut ist. Nö. Nö. So ist besser. Okay, wir sind fertig. Ja, aber wofür den Speedbuff? Ja, ich finde, klar ist das vielleicht ein bisschen ätzend irgendwo, aber ich finde das so fein.
keine Ahnung, wer von euch WoW gespielt hat, aber wenn Mounts und so ein Shit alles reinkommen oder Speedbuffs oder whatever, Alter, dann die Leute rennen jetzt schon weg, ne? Die haben zwar PvP an, aber wenn die in der Unterzahl sind oder selbst in der Überzahl, gibt's viele, die jetzt schon irgendwie wegrennen und so. Und so, weiß nicht. Ist halt besser ohne. Ja, 10.000 Phasen, echt krass, versaut den Flash, finde ich auch. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück. Gucken, ob Angelstelle aktiv ist, aber nicht. Ach, selbst wenn die kosten würden, einfach rauslassen, besser. Bei PvP an sollen die wohl nicht funktionieren, die tollen Buff-Straßen, die kommen sollen. Ja, dann ist ja gut. Gehen wir noch kurz Brokkoli gucken. Du kannst ja, bist ja eigentlich relativ schnell unterwegs mit dem Rollen. Hallo Dennis, guten Abend. Hallo, ich heiße auch Dennis. Und ich schnarch wie Papa. Ich habe in dem Shop eine Bergbau-Hacke Orikalko mit Bergbau-Glück und Bergbauertrag für 400. Kann man die nicht viel teurer verkaufen? Da muss Azot-Explosion drauf sein, Glück und dass du mehr Rohstoffe kriegst. Alles andere schmeißen die Leute dir hinterher. Erzähl mir was Neues. Gibt es eine Seite, wo man die Sachen mit perfekten Perks sehen kann? Nee. Weiß ich nicht. Geh einfach in ein Auktionshaus und klick diese Spitzhacke an, ne? Also, wenn du tust, als würdest du die kaufen wollen. Und dann kannst du oben rechts bei Eigenschaften die Perks dafür auswählen. Und dann nimmst du Azot, Explosion, Bergbauertrag und das daneben. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Oder guck dir einmal die teuersten an. Obwohl, ich glaube, da sind gar keine von drinne. Twitch Prime ist kostenlos, by the way. Wie?
Hier vorne gibt's auch ein paar Sneakles. Und ich finde das echt schlimm, dass ich das schon auswendig kenne. Karotte immer wichtig für den Toni. Für Toni. Immer Karotte. Oder? Toni mag Karotte. Der mag auch Karotten, das habe ich vorhin auch schon gesagt. Und Kartoffelis. Was willst du, Karim, Alter? Oh, Junge, Junge, Junge. Chicken in the corn. Oh, gute Lied, gute Lied. Haben wir Glück, haben wir Glück? Haben wir kein Glück. Pink patch inside. Boah, ich werde mir gleich sowas reindönern, ne? Ich habe schon Bauchschmerzen, so viel Hunger habe ich. Und Mila ist schuld. Ja? Where's my food? Food. Food. Ich glaube, Takt. Ich glaube, schlägt 13 hier. Ja. Fräulein Kusch. Was soll denn das? Aua. Der Joko sagt, Mila ist wirklich schuld. Ich esse gerade Dürre mir. Ich fühle mit. Ich hab Hunger. Aber wenn ich eines richtig gut kann, ist das rumheulen, ne? Boah! Wann kochst du denn jetzt endlich, wer ich? Was denn? Co-Stream? Nee, nee, nee. Die Feuerwehr kann ich mir nicht leisten. Mal gucken, ob der Angelbot immer nur da steht. Ja, tut er.
Das, meine Damen und Herren, ist ein Angebot. Der irgendwie nicht mehr angelt. Weil sein Bot wahrscheinlich abgeschmiert ist. Guck, der versucht. Das sieht man an den Armen, der zuckt. Please, Bannerino! Please, Bannerino! Schubs den, Jack, schubs den! Guck, ob funktioniert. Schubs ihn! Geht nicht, ne? Ah, doch, bisschen. Wie machst du das? Wie funktioniert das? Ja. Ja. Also die ganze Zeit einfach nur so. Ja, hä? Okay. Warte, ich guck mal, ob das. Ja, doch, ein Stück haben wir schon. Komm. Oder? Man kann hier irgendwie über den drüber laufen, ne? Ja, doch, ein Stück bewegt er sich. Einfach die ganze Zeit wieder aufstehen, dann hört. Mann, der steht hier schon seit 5 Stunden, Junge. Naja. Aber irgendwie bewegt er sich kaum. Ja. Machen wir weiter? Tu mal genau Fahnenkreuz dahin. Sieht so aus, ne, aber. Er ist so komisch am Zuckeln. Ja, doch, der bewegt sich aber ganz minimal. Geht doch gar nicht mehr, du wirst gekickt nach einer gewissen Zeit. Natürlich geht das noch. Die Bots laufen einmal nach rechts und nach links und so. Okay, zu zweit dann. Läufst du dann nach vorne so? Nur ganz wenig, ne? Oh, ich hab mich zu dem hingeschmissen. Ne, ich glaube, da passiert echt nichts, oder? Ja doch, der ist mit dem Fuß schon da. Nee. Warte mal, komm mal mit. Probier das mal bei mir. Nee. Ja, jetzt. Ach, du musst in dem drinne aufstehen. Ja, weil der eine Stadt ist, ne? Oder? Probier das mal bei mir hier. Nochmal. Ja, in der Stadt geht das nicht. Deshalb angelbottet der auch hier. Damit keiner den wegschubsen kann. Komm, wir finden bestimmt was anderes da vorne. Da vorne ist auch so ein Spot. Da sind auch immer welche. Gewesen zumindest. Hallo Thurgood Jenkins. Und Peter Klause, danke schon für den Restart am 24. Ja, genau.
Oh. Ach, ist der da vorne? Ach, stimmt. Tja, wenn New World da nichts gegen macht, müssen wir dagegen was tun. Ist da einer? Ja, aber Butterfass, das ist kein Bot. Und der andere ist auch kein Bot. Aber das ist ein Angelspot. Das ist ein Angelspot. Nee. Was denn? Was, Junge? Sind Sie auf Crack, der Herr? Ich hab keine Köder dabei. Das war zu weit. War zu weit. Landed on Hotspot. Phishing RP. Keine Ahnung, was das gerade ist. Oh, Jack, wo bist du? Willst du das ganze Zeug jetzt entgegennehmen? Wo bist du denn? Trade me! Warum geht das Spurenlesen heute so krass schnell im Vergleich zu den anderen? Weil es dafür viele Ressourcen gibt. Warte. Ja. Hast du überhaupt so viel Platz? Bist du überfüllt? Gar nicht? Ja, das sind 1000 Kilo, Junge. Hast du noch keine großen Taschen? Da, warte, hier ist Space Pirate. Was? Gobi! Oh, hab ich den getroffen? Nee. Beam Snapper, direkt bann. Ja, ja, ja. Wie läuft das denn unten an dem Anglern-Spot? Mit dem Anglern-Dings, Fasern. Was ist das ekelhaft, Junge? Warum? Weil da so viele sind? Junge, die siehst aus, ne, wie einer, der alt oder jung ist. Du kannst dich nicht entscheiden. Oh, hier gibt noch mehr Fasern. Ich hab schon. Nur die 10.000? Was hupen die denn hier? Türkei gewonnen?
Nee. Türkische Hochzeit, ja. Kann doch sein, dass wieder Fußballspiel ist. Oh mein Gott, 23 Stunden, dann muss ich wieder 1000 Gold zahlen für mein Dreckshaus. Das Giffy. Das Giffy ist nackt, Alter. Wo gehen die hin, Junge? Wo gehen die hin, Junge? Was machen die? Doch. Ich will wissen, was die machen, Alter. Oh, hier ist vom Cyrus das Haus. Warte mal, Giffys Haus wird gar nicht angezeigt, oder? Ich geh jetzt in Cyrus sein Haus. Nein, was hat der denn? Eine Jugendherberge gebaut, Alter? Er hat einfach eine Jugendherberge gebaut, Alter. Kinderzimmer. Cyrus, ich bin in deinem Haus. Ah, der hat sogar das Ding gekauft aus dem Shop, Alter. Oh mein Gott. Guck mal, er macht einen auf Rust-Pommes hier. Da muss einer klippen und dem schicken. Alles am Pimmeln hier. Echt jetzt? Oh, oh. Ist das so? Okay. Enter House und dann? Hier, hier, hier. Moin! Er schreibt Moin! Junge, was machen die hier, Alter? Was ist denn mit denen, Junge? Moin! Junge! Sitzt da, ich hab noch keine Stühle! Junge! Warum? Wollt ihr meinen Esstisch sehen? Alter. Ich dachte, er hat jetzt hier oben irgendwas gebastelt, Junge. Guck mal, der schmeißt sich ins Feuer, Alter. Oh mein Gott, du kannst mit denen nichts zocken, Alter. Die sind nur am Kicken, Junge. Der hat sich im Kamin versteckt. Wollt ihr meine Esstisch sehen? Die haben den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, Alter. Yo, trade, Alter. Ich habe auch eine Schlafdecke. Wo? Ach, Schlafecke. Ganze Gilde am Farmen, Alter. Wir brauchen 160.000 Fasern. Und die rennen hier nackt in der Bude rum. Wollt ihr meinen Esstisch sehen? Oh, ich hasse den, ne?
Oh mein Gott, Alter. Junge, willst du mich verarschen? Wie die auch aussehen, ne? Guck dir die mal an, Alter. Als wäre das Vater und Sohn, Junge. Alter. Verstehst du jetzt, warum ich noch keine Kriege starten will? Meinst du, der hat nur ein Stück seiner Waffenquest weitergemacht? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ach, der Bushido in the Game, ja. Oh, Junge. Sitzen die hier bei dem Hund in der Ecke, Junge, sind komplett nackt. Raus hier, Alter. Rechne aus, wie teuer. Das Ding ist halt, du, 4.000 für alle. Niemals. Wenn nur 4K sind, let's go. Ja, da sind vielleicht 100, vielleicht 1.000 oder so drinne. Für den niedrigen Preis. Und danach wird es immer teurer, ne? Ja. Oh Mann, Alter, was für Kicker, Junge. Ich hab dem Cyrus mal geschrieben, ich war in deinem Haus, ich hab dir was im Bett da hinterlassen. Die kannst du nackt in den Krieg schicken, da lacht sich doch jeder tot. Ja, außer Tee, die würden trotzdem reinschwitzen. Oh Mann, Alter. Nee. Oh, Mann, ey. Das, wo hast du die Rüstung, die sieht wild aus. Brust und Kopf aus dem Auktionshaus und rechts. Junge, der Rest, Alter. Das ist Faction-Ausrüstung. Die kannst fahren, wenn du 60 bist. Geht ziemlich fix. Sime, wir haben gut gemacht. Ich habe 30.000 Fasern gefarmt. Und die anderen auch so, weiß ich nicht wie viel. 10 oder so, keine Ahnung. Das Rote ist am wichtigsten wahrscheinlich. Wo? Cyrus, ich war in deiner Bude, Junge. Ich würde mich da nicht mehr reinlegen, ich sage dir.
Ich würde das Bett wegschmeißen. In deiner Jugendherberge, die du da gebastelt hast, Alter. It is what it is. Johnny, danke schön für den Restart am 46. Da ist, habe ich Eisen vorgelesen. Eisen, danke dir auch. Im 53. sogar. Gut. Die habe ich für dich gebaut, falls du in deine Hut mal obdachlos wirst. Nimm mal lieber Everfall ein, Junge. Warte. Warum? First Light ist White Lotus, Junge. Warum? Wahrscheinlich, weil das Minus macht. Weil das gar nichts bringt, wenn du alle Territorien besitzt. Sondern es bringt eigentlich nur was, wenn du Everfall hast und das andere. Wenn du übrigens Kisten brauchst, sag Bescheid. Die werde ich dir auch mit meinem Pimmel bauen. Brauche ich nicht, danke. Ich kann mir genug Kisten kaufen. Wir checken mal kurz unseren Kontostand. Ja. Falls jemand eure Kalkum-Werkzeug braucht, nachher gegen 11:30 nach Arbeit oder morgen früh. Ich glaube, das lohnt sich nicht, die zu craften. Ich glaube, das lohnt sich eher, die zu snipen im Auktionshaus. Mann, wir haben schon so viele Tools da bekommen. Ja, das ist klar. Wir pushen gerade Rüstungsschmied auf 200, Cyrus. Habt ihr schon einen bei euch, der 200 hat? Ja, ja, Ratti. Es gibt doch welche, die da drunter Dings mit einem anderen Level Voraussetzung droppen können. Wer sagt denn, dass ich den Skill nicht habe, Caruso? Hab ich doch. Oh. Hier. Oh. Junge, die haben mich gekillt, Alter.
Ach, scheiß drauf. Komm, wir gucken mal, was snipen können. Nein, Miezekotze. Na, ist schon okay. Siebentausend, Alter. Was denn doch, Oma? 7.000. Na, er gibt gar keine, bezahl die Katze. Nein! Hundert Gold für eine 581er Brust. Aber mit Focus Sticks, okay, alles klar. Rap. Ist auch nicht schlecht, 600, aber. Sind die sonst keine Copyright-Mucke? Doch. So, ihr wunderschönen, super lieben, tollen Menschen. 6,5 Stunden online und nur am Farm gewesen. Ich gehe jetzt was essen. Ich hab so Hunger, Alter. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und danke, dass ihr dabei wart. Und lasst euch nicht anquatschen. Und danke für den Support. Ich küsse eure Herzen. Wird doch immer kürzer hier. Ah, Oma. Ah. Guten Hunger. Dankeschön. Wünsche ich euch auch an diejenigen, die gleich auch noch was essen gehen. Gute Nacht, Farmer. Schlafen gehe ich nicht, aber ich habe Hunger. Ich muss was essen und ein bisschen chillen. Okay? Okay? Warum der auch immer nicht Spotify anzeigt. Okay. Dankeschön. Und bis morgens Dienstag. Na, ja, gucken. Weil New World ist bei weitem nicht so kopflastig wie Dings. Wie RP. Mal gucken. Vielleicht bis morgen. Mittwoch. Spätestens Donnerstag. Wir sehen uns. Ich küsse euch. Dankeschön. Bye, bye. Gute Nacht. Tschüss, Chat. Tschüss.